Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg reist nach dem ersten Saisonsieg mit großem Selbstbewusstsein zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Mittwoch. Wir fahren nicht dorthin, um uns Autogramme abzuholen, sondern um zu punkten. Wir haben aus dem Hannover-Spiel viel Rückenwind mitgenommen, sagte Trainer Michael Köllner, der gleichzeitig vor den Qualitäten der Borussia warnte, Dortmund hat mit Favre einen Top-Trainer. Der Kader spricht ebenfalls für sich. Fußballerisch ist das eine extrem starke Truppe. Der Nürnberger Coach kann beim Gastspiel im Signal Iduna Park auf die Mannschaft bauen, die am vergangenen Samstag gegen die Niedersachsen den ersten Sieg im Oberhaus seit knapp 4,5 Jahren eingefahren hatte, 2:0. Wir haben aus dem Hannover-Spiel keine Verletzten zu beklagen. Eine große Rotation ist nicht zu erwarten, sagte Köllner. Der 48-Jährige forderte von seiner Mannschaft, sie müsse mutig sein und Vertrauen in unser Spiel haben. Des Weiteren gelte es, klug zu verschieben und klug zuzustellen.